Ja. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Jeremy Schwarz ist mein Name, Rechtsabteilung Deutsche Rechnungswesen. Könnte ich bitte mit Kai-Uwe Meier sprechen? Ja. Herr Meier, schön, dass ich Sie persönlich erreicht habe. Wie gesagt, ich rufe Sie von der Rechtsabteilung Deutsche Rechnungswesen. Ich habe vor mir eine offene Rechnung, der soll heute Ihnen noch zugestellt werden. Wissen Sie davon was bitte, Herr Meier? Ich habe eine offene Wunde, aber eine offene Rechnung. Herr Meier, es geht um Ihre Gewinnspielteilnahme. Waren Sie krank oder haben Sie vergessen zu kündigen oder waren Sie im Urlaub? Alles drei. Wie alles, Herr Meier? Ich war krank und ich war im Urlaub. Deswegen könnten Sie nicht kündigen, Herr Meier. Genau. Okay, Herr Meier, dann machen wir das so, weil Sie so ehrlich sind wie keine anderen. Drücke ich mal meine beiden Augen zu und zerreiche die Rechnung für allemal, Herr Meier. Auch bitte, wenn Sie mir in Zukunft versprechen, die Finger weglassen von der Gewinnspielefirma. Ja, ist in Ordnung. Okay, dann zerreiche ich die Rechnung für allemal, Herr Meier. Aber das Gewinnspiel selber hat sich gültig 12 Monate verlängert hat. Wollen Sie drinnen bleiben oder soll ich noch raushelfen mit Herrn? Herr Meier, sind Sie Ja. noch da bitte? Ja. Das Gewinnspiel selber hat sich ja rechtskräftig 12 Monate verlängert hat. Wollen Sie drinnen bleiben oder soll ich Ihnen auch raushelfen mit? Herr Meier, Ja. wollen Sie beim Gewinnspiel drinnen bleiben oder soll ich Ihnen raushelfen? Haben Sie mich immer noch nicht verstanden oder überlegen Sie, Herr Meier? Herr Meier? Ja. Darf ich noch mal fragen oder wollen Sie antworten? Herr Meier, also es geht um Ihren Gewinnspieleintrag, was Sie fristgerecht nicht abgemeldet haben. Da habe ich Ihnen gefragt, ob Sie das vergessen haben, krank waren oder im Urlaub waren. Und Sie haben mir beantwortet, dass Sie im Urlaub waren und krank waren, deswegen könnte Sie nicht kündigen. Weil Sie so ehrlich sind wie keine anderen, habe ich ja die Rechnung dann allemal zerrissen. Das ist ja kein Problem, Herr Meier. Aber wie gesagt, das Gewinnspiel hat sich ja rechtskräftig 12 Monate verlängert hat. Wollen Sie drinnen bleiben oder soll ich Ihnen raushelfen, bitte? Ich war in der Psychiatrie. In der Klapse. Ja. Herr Meier, geht's Ihnen noch gut, bitte? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Meier, mein Name, Kai-Uwe Meier, richtig? Sie heißen auch Meier? Oh ja. Ist ja toll. Und meld mich vom Sorgenstrom, Herr Meier. Woher? Wie bitte? Woher melden Sie sich? Vom Sorglosstrom melde ich mich. Sorglosstrom. Ja. Ist ja toll. Ja, ob Sie Ihre Jahresendabrechnung für Strom erhalten haben, hätte ich gerne gewusst. Meine Jahresendabrechnung. Genau, für Strom. Für welches Jahr denn? Entweder diese allgemein Ihre Jahresendabrechnung, jetzt neulich. Na, für dieses Jahr kriege ich ja erst Ende des Jahres, logischerweise. Aber das von 2011 haben Sie schon erhalten, ja? Ja, sicher. Super. Und wie hoch war die Nachzahlung oder hatten Sie keine? Ich habe Geld zurückbekommen. Super. Wie hoch war der Abschlag bisher und wie hoch, wie viel haben Sie zurückbekommen? Och, das sage ich Ihnen nicht. Warum nicht? Ist doch kein Geheimnis. Doch. Ja? Das sind meine Privatsphäre. Warum wollen Sie das denn wissen? Ich melde mich ja auch von Strom, ne? Und Sie wollen einmal nachschauen, wie viel Sie in Zukunft an Stromkosten sparen können. Ja, dann machen Sie Damit, mal. weil Sie bekommen ja eine Preiserhöhung ab dem 1., ne? Mit Nee. 27%. Nee. Bekomme Ich ich glaube, nicht. das weiß ich besser als Sie, weil Deutschland kriegt eine Preiserhöhung für Strom, ob Sie das wollen oder nicht, Ach, Deutschland ne? als solches, alle Stromunternehmen oder wie? Genau. Nicht jetzt Sie persönlich alle, ne? Ach so, ah ja, ist ja Genau. interessant. Ja, und deshalb wollte ich Ihnen gesagt, wie den Abschlag ausrechnen für 2012, was auf Sie zukommt mit der Preiserhöhung. Ja, das werde ich ja dann sehen.
Davon weiß ich nichts. Davon weiß ich nichts. Ja. Hallo? Hallo. Hallo. Schönen guten Tag, mein Name ist Sabine Reuter. Herrn Kai-Uwe Meier, bitte. Worum geht es? Wegen einer Abmeldung rufe ich an. Herr Meier von der Kündigungsabteilung Jackpot for You, melde ich mich. Ich habe hier den Vermerk, dass Sie sich bei uns abmelden möchten. Ist das richtig? Wie heißen Sie bitte? Sabine Reuter, Kündigungsabteilung Jackpot for You, Deutsches Gewinnhaus, die Hauptzentrale hier. Wo sitzen Sie? In der Stadt Eisleben. Aha, Jackpot for You. Genau. Und wer steckt dahinter? Wer ist das? Sie, wer steckt dahinter? Welche Firma? Ich sag den doch, Deutsches Gewinnhaus. Ja, wer ist das? Kenn ich nicht. Wieso? Was möchte Sie da noch wissen? Ja, wer ist das, Deutsches Gewinnhaus? Hören Sie mal, Herr Meier, möchten Sie abgemeldet werden oder nicht? Denn wenn nicht, das wird ab nächste Woche abgebucht, 69,90 monatlich. Und mir wird recht sein. Wir haben es gern, wenn Sie da bleiben, ja? Kein Problem. Wo abbuchen? Ja, von Ihrem Konto. Wo denn sonst? Sie haben meine Kontonummer ja gar nicht. Ja, natürlich haben wir die. Ja, sagen Sie mal. Ich hätte dich doch gar nicht jetzt angerufen. Ja, sagen Sie mal. Hören Sie mal, Herr Meier, wir haben ja Datenschutz. Ich sage Ihnen nicht über das Telefon Ihre Kontonummer, ja? Ich gebe Ihnen den Datenschutz frei. Sie können es machen. Ich erlaube es Ihnen. Nein, das werde ich nicht tun. So, und was wollen Sie jetzt von mir? Abgemeldet werden oder nicht? Ja, ich möchte abgemeldet werden. Okay, dann bereiten wir das hier zusammen vor. Dann bekommen Sie innerhalb der nächsten Woche Ihre Sonderkündigungsfrist zugeschickt. Die lesen Sie bitte durch, unterschreiben Sie, schicken Sie an uns zurück innerhalb von 6 Wochen. Denn das ist auch gleichzeitig die Bestätigung, dass Sie abgemeldet werden möchten von uns und dass Sie Ihre Daten danach löschen. Ja. Ja. Geboren sind Sie am 13.08.66, ist das auch korrekt? Ja. Schön, dann holen Sie sich bitte kurz was zu schreiben, damit Sie meine Daten auch aufschreiben, ja? Ja, ich habe was zu schreiben. Okay, ich heiße Sabine Reuter. Mhm. Kündigungsabteilung Jackpot for You. Das habe ich schon notiert. Das haben Sie schon notiert. Da sind Sie aber schnell. Deutsches Gewinnhaus Hauptzentrale, ja? Mhm. Okay. Also, dass Sie abgemeldet werden möchten, brauchen Sie nicht 6 Monate mit dabei zu bleiben. Sie brauchen auch nicht den Monatsbeitrag von 69,90 zu zahlen, aber Sie müssen sich bloß die Abmeldefrist laut Gesetz halten und haben dann den Mindestbeitrag für jeden Monat 49,50. Also insgesamt 99 Euro, die dann einmalig von Ihrem Konto am 1. Mai abgebucht werden. Ja? Ja. Ja. Sie bekommen am 2. Mai die Kündigungsbestätigung von uns zugeschickt, sowie auch die Bestätigung, dass Ihre kompletten Daten gelöscht sind. Einmal bitte die Bankleitzahl, die gesperrt werden soll. Die Bankleitzahl? Natürlich, die muss ich der Sicherheitsabteilung zur Sperrung eingeben. Ich kann die ja hier nicht sehen, das können die Leute von der Sicherheitsabteilung. Na, wir haben doch gerade gesagt, dass wir über Telefon keine Kontodaten geben. Ich darf nichts sagen und vor allen Dingen kann ich auch nicht sehen hier, ja? Ja, ich sage Ihnen genauso wenig. Ich sagte Ihnen auch nicht. Wenn Sie nicht so geben, dann bleiben Sie innen drinnen. Sie haben doch meine Kontodaten. Sie haben doch meine Kontodaten angeblich. Sie sind oben der Sicherheitsabteilung. Ja, dann ist doch alles klar. Dann brauchen Sie die ja von mir nicht mehr. Sie abgemeldet werden müssen. Sie brauchen die ja von mir nicht mehr, wenn Sie sie haben. Bitte? Sie brauchen die ja von mir nicht mehr, wenn Sie sie bereits haben. Wenn ich jemanden mit einer Sonderkündigungsfrist abmelden soll, muss ich die Bankdaten sperren lassen. Verstehen Sie das? Das ist die Voraussetzung, damit Sie die Sonderkündigungsfrist zugeschickt bekommen von der Sicherheitsabteilung. Mhm. Ich mache das nicht, das macht die Sicherheitsabteilung. Sie können auch gerne was Falsches sagen, das interessiert mich nicht. Ich gebe das so, wie Sie es sagen, ein. Die Leute sagen sofort, ob es richtig oder falsch ist. Das interessiert mich gar nicht. Aber wenn ich Sie abmelden soll, wenn Ihnen die Sonderkündigungsunterlagen zugeschickt werden sollen, muss ich das eingeben zur Sperrung. Wo haben Sie denn meine Kontodaten her? Ja. Wie soll ich das wissen? Ich habe die ja nicht. Das hat die Sicherheitsverteilung. Und die haben Sie wohl selber angegeben. Nö, habe ich nicht, mit Sicherheit nicht. Ich habe eine Bestellung im Versand angemeldet oder eine Zeitschrift abonniert. Wie soll ich das wissen? Ich bin bei der Kündigungsabteilung, nicht bei der Anmeldung. Aber hören Sie mal, der Betrug ist ja sehr offensichtlich, ne? Was ist offensichtlich? Der Betrug.
Sie wollen jetzt die Kontodaten von mir haben und haben dann die Kontodaten erst, wenn ich sie Ihnen gebe. Verzeihung, Herr Meier. Was meinen Sie, was kann ich denn mit Ihrem Bankdienst anfangen? Ja, Geld abbuchen. Bitte? Geld abbuchen. Geld abbuchen. Das können Sie ja sowieso innerhalb von 6 Wochen zurückbuchen, wenn ich unbefugt so etwas tue. Das wissen Sie ja. Ja, lassen wir es doch einfach. Bitte? Dann lassen wir es doch einfach ganz gleich. Warum? Ich verstehe nicht. Warum die. Ja, ist bei Ihnen so laut. Ich habe hier Unterbrechungen an der Leitung. Wiederholen Sie bitte, Herr Meier. Ich gebe Hallo? Ihnen meine Kontodaten nicht. So. Dann bleiben Sie in dem Spiel, ist mir recht. Das haben wir sogar lieber, wenn Sie dabei bleiben. Ich bin ja gar nicht im Spiel. Ja, natürlich sind Sie das. Nein. Nein. Ja, okay, wie Sie meinen, das wird ab. In den nächsten Tagen schon abgebucht, 69,90 monatlich 6 Mal. Wie lange machen Sie diesen Job schon, wenn ich mal fragen darf? Bitte? Wie lange machen Sie diesen Job schon? 2 Jahre. Und Sie bescheißen jeden Tag die Leute? Leute? Ich bescheiße keinen. Was sind Sie für eine arme Frau? Das bestätigen kann ich nichts für, Herr Meier. Sie sind ja echt eine arme Frau, muss ich mir sagen. Ja, Sie sind noch ärmer. Andere Leute putzen oder sowas, machen ehrliche Jobs und Sie machen so einen betrügerischen Job? Haben, ja? Sie sind eine ganz erbärmliche Persönlichkeit. Ja, Sie aber auch. Wirklich nee. Erbärmlich. Ja. Sie hören von unseren Rechtsanwälten, von meinem Rechtsanwalt persönlich auch. Ihre Daten habe ich ja hier. Wiederhören. Wie heißt denn Ihr Rechtsanwalt? Ja? Hallo, kann ich bitte mit Kai-Uwe Meier sprechen? Ja, worum geht es? Ja, Herr Meier, mein Name ist Baum. Ich melde mich von der Zentrale Deutschen Gewinnspiele. Und zwar habe ich hier die Meldung, dass Sie gerne aussteigen und kündigen möchten. Stimmt das? Wie lautet denn Ihre Telefonnummer, bitte? Bitte? Ihre Telefonnummer? Meine Telefonnummer? Ja, die kann ich im Display nicht sehen. Ach so, ja. Schreiben Sie? Ja. 0521. Mhm. 575. Mhm. 512. Okay, und Ihr Name? Mein Name ist Mohammed Schmidt. Ah ja. Gut. So, worum geht's bitte? Ja, also, wie gesagt, ich melde mich aus den Zentralen Deutschen Gewinnspiele, weil ich hier die Meldung habe, dass Sie gerne aussteigen möchten. Aus der U-Bahn, oder was? Bitte? Aus der U-Bahn, oder wo will ich aussteigen? Aus den Deutschen Gewinnspielen. Ich nehme an keinem teil. Doch, nehmen Sie, Herr Meier. Zum Beispiel? Sie müssen... Ja, Jackpot for you sind Sie registriert. Sie müssen ganz genau wissen, wo Sie unterschreiben und was Sie unterschreiben, ja? Weiß ich, sehr gut. Und dann brauchen Sie auch nicht so frech zu werden, Herr Meier. Ich weiß, wo ich unterschreibe. Ja, das glaube ich nicht. Dann hätten Sie es gewusst. Ja, wo habe ich denn unterschrieben? Wo habe ich denn unterschrieben? Jackpot for you, sage ich Ihnen. Ja, habe ich nicht. Gut, also behaupten Sie, Sie hätten nirgendwo mitgespielt, ja? Ja. Gut. Also sollen wir es der Rechtsabteilung weitergeben. Schmeißen Sie es in den Mülleimer. Schmeißen Sie den Mülleimer? Nein, das kann ich nicht machen. Doch. Das kann ich nicht machen. Da gehört es hin. Sie haben Verbindlichkeiten in Höhe von 420 Euro, ja? 70 Euro monatlich ab 1. Mai. Ach, habe ich das? Ah ja. Monate. Interessant, na. Und wollen wir wetten, dass wir dieses Geld holen? Ja, gut, auf wetten wir mal. Gericht? Dann wollen wetten wir mal. Okay, Herr Meier, dann top, die Wette gilt. Spaß und viel Glück diese 6 Monate bei den Gewinnspielen. Ich nehme an keinem Gewinnspiel teil. Immerhin haben Sie Gewinnchancen mit Quoten 1 zu 1 Milliarde. Also es kann sein, dass Sie gewinnen, ne? Ich nehme an keinem Gewinnspiel teil. Gut, okay. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Rufen Sie unter dieser Nummer nicht an, das ist nämlich eine Imbissstube, was ich Ihnen abgegeben habe, ja? Mein Name ist ja auch falsch. Sehen Sie insofern... Ja, mein Name ist auch sowieso falsch. Ja, war mir klar, ja. Ich heiße nicht Mohammed Schmidt, sondern Adolf Faust. Ah, das klingt gut. Ja? Okay. Na. Viel Spaß in Ihrem Job. Ja? Schönen Tag, Schmidt, mein Name. Sprich mit Kai-Uwe Meier. Ja? Herr Meier, schön, dass Sie persönlich hier am Apparat haben. Ich melde mich vom Notariat der Winster aus Berlin. Ich möchte Ihnen heute zu Ihrem Gewinn von Sage und Schreibe 1.100 Euro gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, Herr Meier. Die Million ist zwar leider nicht geworden, aber ich denke mal, mit einer Summe von 1.100 Euro kann man auch zufrieden sein, oder? Aha. Ja. Freuen Sie sich nicht. Doch. Herr Meier. Ja, aber
Was machen Sie mit dem Geld? Fahren Sie in den Urlaub? Gehen Sie shoppen? Oder was machen Sie? Erzählen Sie mal. Eine Nutte werde ich mir nehmen dafür. Meinen Sie das jetzt ernst? Ja. Hört sich ja gut an, ne? Kommen wir zum Ablauf der Gewinnauszahlung. Müssen wir Daten angeben. Keine Angst, wir verlangen keine Bankdaten oder ähnliches am Telefon, ja? Mhm. Ja. Sie heißen Kai-Uwe Meier. Geboren sind Sie am 13.08.1966. Sind Ihre Daten so korrekt? Hast du eine Freundin? Herr Meier. Hast du eine Freundin? Ja. Hallo. Hallo? Ja. Schönen guten Tag, ich spreche mit Kai-Uwe Meier. Ja. Schön, dass ich persönlich erreiche. Ich melde mich von der Kündigungszentrale Vorteilsdotto. Es geht um Folgendes. Sie wollten ein Mitspiel bei uns im November-Band und Sie wollten auch nicht mehr belästigt werden. Stimmt das so? Was möchte ich? Von Ihnen belästigt werden? Nein. So, nochmal. Sie wollten ein Mitspiel bei uns im November beenden und Sie wollten auch nicht mehr belästigt werden. Darf ich Sie belästigen? Wie bitte? Darf ich Sie belästigen? Nee, dürfen Sie nicht. Sind Sie blond oder brünett? Herr Meier, möchten Sie kündigen? Sind Sie schlank oder sind Sie eher dick? Ja. Kein Wort verstehen. Hallo? Hallo? Ja, schönen guten Tag, Frau Fischermaterat. Könnte ich bitte mit Herr Kai-Uwe Meier sprechen? Was möchten Sie denn? Da sind Sie, der Herr Meier? Ja. Schön, dass ich Sie erreiche, Herr Meier. Und wer sind Sie? Frau Fischermaterat. Vorname? Ina Fischer. Ina Fischer. Herr Meier, also ich melde mich noch einmal im Auftrag der Firma mit Lebensfreude. Und zwar geht es um Ihre aktive Lotto-Teilnahme bei uns. Wir haben ja vor ungefähr 2 Wochen miteinander gesprochen und Sie wollten ja Ihre Teilnahme bei uns hier schließen mit den 3 Monaten. Also das Ganze dann beenden, keine 12 Monate weiterspielen, ne? Wann haben wir gesprochen? Vor ungefähr 2 Wochen. Nee, da war ich im Urlaub. Herr Meier, das war ich nicht. Herr Meier, Sie sollten ja die Unterlagen bekommen für diese Auslaufphase, damit natürlich keine Verlängerungen mehr stattfinden für die 12 Monate. Unterlagen habe ich nicht. Ja, Sie haben natürlich keine Unterlagen bekommen, weil wir hier ein Fehler im System hatten und die Geldzurückgarantie, die konnte nicht für Sie aktiviert werden, Herr Meier. Und deshalb wurden Sie hier nochmals von der Rechtsabteilung weitergeleitet, damit ich das Ganze auch mit Ihnen fertig mache, damit natürlich keine Verlängerungen mehr stattfinden, wenn Sie das nicht möchten, Herr Meier. Ja, Herr Meier, was möchten Sie denn jetzt? Möchten Sie die volle Spielzeit von 12 Monaten weiterspielen oder nur noch die 3 Monate? Sind Sie Single? Ja, wieso? Sie haben so eine hübsche Stimme. Ah, danke. Sie auch. Danke. Und wo sind Sie? Bitte? Wo sind Sie? In Berlin. Oh, das ist aber schade. Herr Meier. Frau Fischer. Entscheiden Sie sich bitte. Möchten Sie die volle Spielzeit von 12 Monaten weiterspielen oder die 3 Monate? Weder noch. Weder noch. Sie möchten. Ja, Herr Meier, also Sie haben ja vor 3 Monaten an diesem kostenlosen Gewinnspiel teilgenommen aus unserem Haus. Und da Sie sich im 2. kostenlosen Monat nicht abgemeldet haben, sind Sie dann automatisch in die kostenpflichtige Phase reingerutscht. Was für ein Gewinnspiel war das denn? Ich weiß nicht, Herr Meier, ich arbeite doch nicht im Archiv, sondern... Das müssen Sie mir ja sagen. Sonst weiß ich ja nicht, worum es geht. Herr Meier, das war ein Spiel, also... Hallo? Ja? Herr Meier, also von der Lottogesellschaft 649, Herr Meier. Lotto spiele ich nicht. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Hallo? Herr Meier? Hallo? Hallo? Jetzt ist sie weg. Hallo? Hallo? Herr Meier? Hallo? Hallo? Jetzt ist sie irgendwie weg. Herr Meier? Schade, die war so, hat so eine schöne Stimme gehabt. Hallo?
Bestimmt gut im Bett gewesen. Bestimmt eine geile Sau. Hallo? Mensch, schade. Ja? Hallo, guten Tag. Hier kann ich bitte mit der Kai-Uwe Meier sprechen? Ja, worum geht's denn bitte? Herr Meier, schön, dass ich Sie erreicht habe. Es geht um Ihre kostenlose Teilnahme bei einem Preisausschreiben, Herr Meier. Über der Hauptpreis auch ein BMW M3 Cabrio war. Können Sie sich daran erinnern, Herr Meier? Ja, habe ich ja gewonnen, den BMW. Sie haben einen Dildo gewonnen. Wir wollten ganz kurz nochmal fragen, ob wir den in den Arsch reinstecken sollen oder nicht, Herr Meier. Was wollten Sie fragen? Ja. Hallo, Weinreich, schönen guten Tag. Ist denn der Kai-Uwe Meier da, bitte? Der bin ich. Herr Meier, ich grüße Sie, Patrick Weinreich aus München. Herr Meier, es geht um das Gewinnspiel, wo Sie mitgespielt hatten. War das denn die Absicht, da die 12 Monate mit 59 Euro weiterzuspielen oder möchten Sie aussteigen? Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Aha, okay. Ja? Hallo? Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Schmidt ist mein Name von der Datenverwaltungszentrale. Spreche ich mit Meier? Ja? Schön, so zu erreichen. Herr Meier, der Grund meines Anrufes ist der folgende. Sie haben sich vor einiger Zeit beim Gewinnspiel beteiligt. Dieser Spieleintrag von Ihnen wurde aber leider nicht fristgerecht abgemeldet. Waren Sie in Urlaub, Krankenhaus? Oder haben Sie das vergessen? Was war da bitte los? Ich hab's doch abgeschickt. Herr Meier, leider, wie gesagt, wir haben heute die Unterlagen schriftlich von diesem Gewinnspiel erhalten. Das wurde leider nicht fristgerecht abgemeldet. Ich hab's doch abgeschickt. Leider nicht. Doch. Sonst würden wir Sie nicht anrufen. Herr Meier. Ich hab's doch abgeschickt. Herr Meier, Sie sind in Vertrag bei diesem Gewinnspiel, bitte. Ich hab's doch extra gekündigt, per Brief. Wenn das gekündigt wäre, bestimmt würde ich Sie nicht mehr anrufen. Aber wie gesagt, Herr Meier, ich bin von keinem Gewinnspiel, nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich bin von der Datenverwaltungszentrale. Ich habe Sie angerufen, Ihnen zu helfen, damit Ihre kompletten Daten gesperrt werden und damit Sie in Zukunft nie mehr angerufen oder angeschrieben werden dürfen von Gewinnspielen. Weil, Herr Meier, Sie haben vielleicht auch nicht Geld auszugeben bei einem Gewinnspiel, die Sie ja gar nicht wollen. Verstehen Sie mich, ja? Hm. Also, Sie sind der Kai-Uwe Meier, sind am 01.01.1970 geboren oder ist es falsch? Das ist falsch. Und wie lautet die Geburtsdaten, damit ich die richtigen Daten sperre? Das ist nicht bekannt. Ja, wie soll ich dann die Daten sperren? Weiß ich nicht. Wir wollen Ihnen einfach die Daten sperren, bitte. Mein Geburtsdatum ist nicht bekannt. Das steht auch im Personalausweis drin. Das ist doch kein Problem. Spaß, Frau Jared. Schreiben Sie rein, nicht bekannt. Hallo. Ja, warum haben Sie denn bitte aufgelegt, Herr Meier? Was wollen Sie denn? Herr Meier, ich habe hier eine Akte am Bearbeiten. Was heißt, was wollen Sie? Warum haben Sie denn aufgelegt, Herr Meier? Weil Sie mich abzocken wollen. Nein, ich bin von der Bundesagentur. Aha. Ich bin eine Beamtin, das darf ich ja wohl nicht. Ich habe einen Job, danke. Gottes Willen. Gut, dann werde ich die Akte weiterreichen. Schönen Tag, Sie wollen mir ja nicht zuhören. Können Sie ja auffressen, die Akte. Ja, das werde ich. Guten Appetit. Ja. Hallo, schönen Tag. Wünsche ich Ihnen Michael Ulf vom Apparat aus Vodafone. Melde ich mich. Kann ich bitte Kai-Uwe Meier sprechen? Ja, wer sind Sie? Michael Ulf vom Apparat aus Vodafone. Melde ich mich. Herr Meier? Aus Vodafone? Ja. Wo liegt das? Ja, in Düsseldorf, Herr Meier. Ach so, ein Stadtteil von Düsseldorf.
Ja, Sie kennen doch bestimmt Vodafone. Nein. Weltweit bekannt. Okay, Herr Mayer, ich weiß ja, woran Sie gehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch, alles Gute, ja? Tschüss. Hallo. Hallo, schönen guten Tag, Thomas. Das war mein Name. Kann ich bitte mit den RKU? Also eine ganz kurze und direkte Frage. Bei welchen Anbietern sind Sie denn zurzeit mit Ihrem Festnetz und Internet? Bei Vodafone. Vodafone. Sie sind schon bei uns mit dem Festnetz? Ja. Okay, und sind Sie auch zufrieden? Nee. Warum denn nicht? Zu teuer. Zu teuer? Weil wir haben jetzt ein super Angebot, also super Paket, Telefonflat, Internetflat für 19 Euro. Ach so. Ja, deswegen habe ich auch gefragt. Ja, da kann ich ja anrufen bei Ihnen. Ja, so kriegen Sie ein Paket aber nicht. Aber weil das ist wegen dem Jubiläum. Wir haben jetzt schon eine Sparaktion und nur ich kann Ihnen zurzeit das anbieten. Wie ist denn Ihr Name? Hoffmann. Hoffmann? Ja. Vorname? Thomas. Thomas Hoffmann. Und Ihre Telefonnummer? Also, wenn Sie möchten, also können Sie jetzt nachschauen, wann der Vertrag abläuft, dann rufen Sie nochmal an, okay? Wann rufen Sie nochmal an? Okay, ich rufe Sie in so 15 Minuten nochmal an, okay? Nee, das kann ich jetzt nicht nachschauen. Sie können jetzt Ich rufe Sie am Montag an. Okay, am Montag dann wieder, okay. Ist kein Problem. Und darf ich mal fragen, was ist mit dem Handy dann? Ja. Haben Sie auch ein Handy? Ich muss Ihre Telefonnummer erstmal haben jetzt. Ja, die Telefonnummer kann ich Ihnen ja leider nicht geben, weil die ist ständig und, wie sagt man das, die ist ständig nicht in der Leitung, weil ich rufe von den Computern, deswegen. Ich bin nur ein Agent in der Vodafone. Ja, aber es wird ja eine Durchwahl geben, dann kann ich ja sagen, ich möchte mit Herrn Thomas Hoffmann sprechen. Das geht wirklich nicht. Ich bin der Agent, also gar nichts anderes. Ich kann Ihnen gar nichts so helfen, verstehen Sie? Ich kann Sie nur anrufen. Na gut, dann kann ich ja jemand anderen sprechen. Ist ja egal, wen ich dann spreche. Okay, dann rufen Sie einfach, finden Sie in den Unterlagen mir eigentlich so eine Nummer und dann rufen Sie an. Welche Nummer denn? Danke wieder, tschüss. Wie ist denn die Nummer? Ja, ist klar. Ja? Hi, Uwe Meier. Ja? Ja. Ich bin das Herr Reitemeier, auch mein Name von der Verbraucherschutzzentrale. Und zwar, es geht darum, Sie haben vor kurzem Ihre Mitspiele komplett gekündigt oder bekommen belästigende Werbeanrufe von Gewinnspielfirmen. Wann haben Sie denn Zeit? Jetzt. Ja, dann kommen Sie vorbei. Gerne. Ich komme doch jetzt nicht vorbei. Sie wissen ja, worauf ich stehe, ne? Soll ich jetzt zu Ihnen nach Hause kommen, oder was? Ja, bringen Sie Ihre Peitsche mit, wissen Sie ja. Meine Peitsche? Mhm. Warum soll ich denn eine Peitsche mitbringen? Um mich auszupeitschen. Um Sie auszupeitschen? Ja. Stehen Sie auf SM, oder wie verstehe ich das? Ja, genau. Ach so, da haben Sie keine Frau, die das mit Ihnen mitmacht, oder wie? Sie sind doch vom SM-Service, oder nicht? Oder wo sind Sie her? Sie wollten noch anrufen. Ja, hab ich ja jetzt. Ja, dann kommen Sie vorbei. Ich bin von der Verbraucherschutzzentrale, nicht von der SM-Zentrale. Verbraucherschutz, auch eine geile Richtung. Ja, ich bin keine SM-Zentrale, Herr Meier. Nee. Nee. Was wollen Sie denn dann? Hast du einen Anruf von der SM-Zentrale erwartet, oder was? Ja. Achso, Sie haben eine SM-Dame zu Ihnen nach Hause bestellt, damit er Sie auspeitscht? Ja, genau. Achso, also Ihre Frau macht das nicht mit Ihnen? Ich habe keine Frau. Und wie viel bezahlen Sie für so eine Frau, die das macht? 150. 150 Euro und dann werden Sie ausgepeitscht? Genau. Haben Sie dann auch Geschlechtsverkehr? Nein. Ich weiß, was ich gehört. Ja. Oh, und ja, wo haben Sie gar keinen Geschlechtsverkehr oder was? Also nie. Mit mir selber. Sie haben mit Ihnen selber Geschlechtsverkehr, also besorgen Sie sich das selber oder was? Ja. Also wichsen Sie? Ja. Und davon sind Sie befriedigt, wenn Sie sich selber das besorgen? Ja, mache ich jetzt gerade auch. Ja. Da hören Sie sich aber sehr locker an für jemanden, der das gerade macht. Bin ja auch locker. Gucken Sie kein Porno oder so, damit Sie einen hochkriegen?
Nö. Brauchen Sie nicht. Aha. Ja. Was wollen Sie denn nun von mir? Ja. Also jetzt gerade bestimmt nichts, Herr Meier. Dann hat sich das schon erledigt. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß mit Ihrer SM-Dame, ne? Danke. Viel Spaß beim Auspeitschen. Tschüss. Ja? Adrian. Guten Tag, Herr Meier. Guten Tag. Steffi Kreuz, mein Name ist von Sky TV. Es geht um Ihren Fernsehanschluss. Wie schauen Sie denn derzeit Fernsehen? Über Kabel- oder Satellitenschüssel? Was möchten Sie denn überhaupt? Worum geht's denn? Ich melde mich von Sky, das ist die damalige Premiere. Ist Ihnen noch sicher bekannt? Ja. Es geht um neue Sender, Herr Meier, die Sie von uns freigeschaltet bekommen. Eine Voraussetzung wäre, entweder Kabel- oder Satellitenanschluss zu haben. Was für einen Anschluss haben Sie denn? Kabel. Das ist super, denn wir haben für Ihren Anschluss, wie gesagt, über 20 neue Sender, die Sie freigeschaltet bekommen. Ohne Werbung, in bester Bild- und Tonqualität. Hört sich doch gut an. Ist auch der Sender dabei, wo Harald Schmidt läuft? Den Sender, den haben Sie doch sicher auch bei den alten Kanälen, oder nicht, Herr Meier? Nein. Haben Sie nicht? Ich glaube, das wäre Pro7. Bin ich da richtig? Nein, Harald Schmidt läuft bei Sky seit diesem Monat. Seit diesem Monat. Und welcher Sender war das denn? Also, da bin ich wirklich nicht auf dem Stand der Dinge, Herr Meier. Ich schaue eben nicht viel Fernsehen, obwohl ich Sky zu Hause habe. Auf welchem Sender soll er denn sein? Ich kann Ihnen dann auch sofort weiterhelfen, ob wir den Sender haben oder nicht. Welchen Sender weiß ich nicht. Ich weiß nur Sky. Ich werde mal kurz unsere Internetseite öffnen. Vielleicht kann ich da mehrere Informationen finden. Also das weiß ich wirklich nicht. Ich darf da auch nicht belügen, um Sie jetzt als Kunden zu haben, einfach zu sagen, ja, wir werden es haben. Also ich muss ja mit Ihnen ehrlich sein. Sie sagten, wer wäre auf dem Sender? Harald Schmidt. Ja, ich habe hier gerade offen, also Top-Videofilme mit Serien und mehr. Da haben wir die Harald Schmidt Show, 18.09. um ein... Nein, das sind Aufzeichnungen. Also auch Harald Schmidt, ja. Dann haben wir Next Champions. Ja, den haben wir. Also das kann ich Ihnen jetzt sagen. Hundertprozentig. Ich wusste das wirklich nicht, Herr Meier. So, und Sport ist auch dabei. Genau, also Sie würden als Neukunde, weil wir auch derzeit eine Neukundenaktion gestartet haben, würden Sie monatliche 16,90 Euro zahlen. Erhalten dann auch die ersten 3 Monate, Herr Meier, alle Premium-Pakete freigeschaltet. Also Film, Sport, Bundesliga Live. Und zum Ganzen bekommen Sie dann auch von uns einen kostenlosen HD-Receiver. Falls Sie, Herr Meier, aber an einem der 3 Premium-Pakete interessiert sein sollten, können Sie das für 3 Euro mehr dazu bekommen. Also entweder Film, Sport oder Bundesliga Live. Aber da läuft ja auch Werbung zwischendurch, ne? Nein. Weil Sie dachten, da wäre keine Werbung. Genau, keine Werbeunterbrechung. Also ich habe das ja auch zu Hause. Ich weiß, worüber ich rede, Herr Meier. Ich denke, Sie haben keinen Fernseher. Wie bitte? Ich denke, Sie haben keinen Fernseher. Nein, ich meinte ja auch vorhin, dass ich schon Sky zu Hause habe, nur dass also Harald Schmidt jetzt auf Sky zu sehen ist, das wusste ich wirklich nicht, weil ich nicht auf dem Stamm der Dinge bin und ich nicht viel Zeit vor dem Fernseher verbringe. Ich bin ja berufstätig, bin Mutter, Hausfrau, Sie wissen ja, wie es uns Frauen geht. Heißen Sie denn Herr Meier mit Vornamen Kai Uwe? Ja. Also mit Y steht das hier bei mir, ist das so richtig? Ja. Kai Uwe, wann sind Sie denn geboren? 13.08.64. 13.08.64? Ist super. Und an welcher Bank sind Sie denn, Herr Meier? Hamburger Sparkasse. Ja, die Bankleitzahl, wie geht die? Ja, ich muss ja erstmal das jetzt die Unterlagen haben. Ich gebe jetzt meine Kontodaten ja nicht raus. Genau, das bekommen Sie auch alles so schriftlich zugeschickt. Nur, Herr Meier, wir müssen eben wegen der Bonitätsprüfung dann auch nochmal nachprüfen, ob Sie als Kunde zahlfähig sind oder vielleicht auf negative Schufa-Einträge haben. Und ich kann Ihnen also ganz ehrlich sagen, Sie haben ja auch sicher mehrmals das RTL-Spendenmarathon im Fernsehen gesehen, oder nicht? Nee. Nee, das haben Sie nicht? Ich gucke kein RTL. Nein, also auf jeden Fall, was ich Ihnen damit sagen wollte, ist, dass Sie die Bankverbindung ja auch eh im Fernsehen sehen können. Also wenn das so einfach wäre, von einem anderen Konto etwas abzubuchen, dann würden wir sicher die Bankverbindung vom RTL-Spendenmarathon nehmen. Da ist wirklich viel Geld drauf.
Das ist, wie gesagt, lediglich eine Bonitätsprüfung. Sie müssen sich klar Sorgen machen. Man gibt die Bankverbindung nicht jedem. Nur es handelt sich um Sky, die Premiere. Wir haben uns also auch bewiesen, sonst würden wir auch nicht so lange auf dem Markt sein. Und wenn die Banken uns vertrauen, Herr Mayer, warum Sie dann nicht? Ja, ich muss es erstmal abklären. Ich kann das jetzt nicht machen. Ja, wie meinen Sie abklären, Herr Mayer? Mit meiner Mutter. Mit Ihrer Mutter? Mhm. Sie sagten, dass Sie 64 geboren sind. Genau. Herr Mayer, warum vertrauen Sie uns denn nicht? Ich vertraue Ihnen ja, aber es ist ja, ich habe auch meine Prinzipien. Das weiß ich, Herr Mayer. Nur, wie das können Sie gar nicht wissen. Nein, ich bekomme ja auch viele Anrufe. Ich weiß, worüber Sie reden. Man muss ja auch skeptisch sein, besonders heutzutage in den letzten 3-4 Jahren bekommen wir wirklich viele Anrufe. Nur, Herr Mayer, ich kann den Namen Premiere nicht einfach so in den Mund nehmen, dann könnte ich vielleicht eine Beschwerde bekommen. Ich komme hier zur Arbeit, um Geld zu verdienen und nicht Sie um die Ohren zu ziehen. Also mir liegt es wirklich auch im Interesse, dass Sie als Kunde richtig aufgeklärt werden und dass Sie wissen, um was es geht. Und Sie würden dann auch sowieso nochmals einen Anruf bekommen von meiner Vorgesetzten. Das ist ein gesetzlich geprüfter Anruf, wo Ihnen nochmal der Preis und das Leistungspaket dann auch nochmal wiederholt werden. Das ist wegen Ihrer und unseren Sicherheit. Also da müssen Sie sich wirklich keine Sorgen machen. Sie können sich auch gerne meinen Namen aufschreiben, das ist lediglich nur eine Bonitätsprüfung. Ich kann Ihnen auch gerne meine Bankverbindung geben. Sie können sich die gerne aufschreiben, ich hole die kurz aus der Brieftasche und versuchen Sie mal von meinem Konto etwas abzubuchen, wenn Sie gerne möchten. Also ich bin an der Volksbank. Aha. Ich muss mal kurz fragen, Moment mal bitte. Mama! Mama! Herr Mayer? Herr Mayer? Hallo? Guten Tag, der Herr Mayer. Ja? Gut, dass ich Sie erreiche. Mein Name ist Trampenau. Ich melde mich vom Premium Direkt und dem Deutschen Lotto. Das kennen Sie ja von ARD und ZDF. Und mit Sicherheit haben Sie auch von unserem Jubiläum durch die Medien erfahren. ARD und ZDF? Nein, ich melde mich vom Deutschen Lotto. Das kennen Sie doch von ARD und ZDF. Nee, ich habe keinen Fernseher. Alles gut, dann erkläre ich Ihnen das mal kurz. Das Deutsche Lotto ist 60 Jahre alt geworden. Und wir haben durch eine spezielle Nummerierung 500 Haushalte aus dem ganzen Bundesland ermittelt. Da ist auch Ihr Anschluss mit dabei. Ne? Und da sind Sie bei uns als Jubiläumsspieler mit eingetragen, Herr Mayer. Mhm. Und? Ja? Und das Geburtstagsspiel startet für Sie ab 1. November und Sie spielen 3 Monate lang jede Woche mit 12 komplett ausgefüllten Tippscheinen. Und das jeden Mittwoch und das jeden Samstag. Inklusive Spiel 77 und Super 6. Ne? Und da Sie mit 12 kompletten Tippscheinen dabei sind, also mit 144 Tippreihen, haben wir für Sie einen Gewinn garantiert. Und das bekommen Sie sogar schriftlich. Ja. Ja, und? Was? Und Sie investieren für die nächsten 3 Monate für nur 12,50 Euro eine komplette Spielwoche für alle 144 Tippreihen zusammen. Ich dachte, ich habe gewonnen, dachte ich. Gut.
Ja, wenn die, ja, wenn die Dame gewinnen, die gewinnen sie richtig. Ja, aber muss ich was bezahlen? Ja, das heißt, sie bekommen 12 komplette Tippscheine nach Hause geschickt, zahlen aber bloß einen. Die anderen 11 kriegen sie geschenkt. Ja, aber ist doch kein Gewinn. Wenn ich gewinne, bezahle ich auch nichts. Ja, da könnt ihr aber mal richtig was gewinnen. Ja, aber ich muss ja erstmal zahlen, bevor ich gewinne. Ja, das ist ja so. Ich meine, sie investieren. Ne? Und ja, aber dann kann ich ja auch zum Lottoladen gehen und da Lotto spielen. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist da, dass sie bei uns mit 12 kompletten Tippscheinen spielen, zahlen aber nicht alle 12, zahlen nur einen. Und spielen damit in 144 Tippreihen, sprich 864 Tage. Ja, aber mit mir spielen auch noch 500 andere mit. Ja, aber sie spielen ja nicht mit den gleichen Zahlen, sie spielen ja alle in verschiedenen Zahlen. Ja, aber wenn ich jetzt gewinne und 100 andere gewinnen auch, muss ich den Gewinn ja teilen mit denen? Nein, müssen sie nicht. Müssen sie nicht. Alle 500 Teilnehmer spielen ja in verschiedenen Zahlen. Ne? So, da wird in einem kurzen Zeitraum von November bis Januar werden 28 Millionen Euro komplett ausgespielt. Diese 28 Millionen Euro gewinnen nur auf eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern. Ne? Somit hat jeder Teilnehmer in der kurzen Laufzeit von November bis Ende Januar seinen Dreier oder Vierer mit dabei. Ne? Und da, wie gesagt, die 28 Millionen Euro komplett aufgespielt werden, ne, Herr Meier, reden wir nicht von 50 Cent oder eine Kaffeemaschine oder Kugelschreiber, sondern da haben Sie mal schnell 20 Dreier oder 10 Vierer mit dabei. Ne? Da sind immer ein paar hundert oder ein paar tausend auf einen Schlag. Ja, aber 28 Millionen auf 500 Leute, oder wie? Ja, die werden komplett ausgespielt. Dann ja, aber wer ist denn so spendabel und haut so viel Geld raus? Das sind die Gelder, die letzten 10 Jahre liegen geblieben worden sind oder nicht abgeholt worden sind. Und die werden alle 10 Jahre ausgespielt. Ne? Und da ist das Deutsche Lotto mit dabei. Aha. Und da sind sie mit dabei. Klingt ein bisschen komisch, finden Sie nicht auch? Warum soll das komisch klingen? Und die erhalten vom Deutschen Lotto eine Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, wenn Sie in den nächsten 3 Monaten keinen einzigen Treffer erzielen, erhalten Sie kompletten Spieleinsatz zurück. Ja, und wenn ich nur 1 Euro gewinne, habe ich auch nichts davon. Wie sollen Sie denn 1 Euro gewinnen? Wenn Sie in 12 kompletten Tippscheinen spielen und Sie einen Dreier haben, dann haben Sie gleich mal 10 oder 20 Dreier. Ne? Und dann haben Sie mal schnell bis 3.000 bis 4.000 Euro gewonnen. Aha. Mein Name ist Krampenau. Und wir sind für Sie von Montag bis Freitag vor 10 bis 16 Uhr im Haus. Und wenn Sie zu den Unterlagen noch Fragen haben, dann rufen Sie bitte unseren Kundenbetreuer an. Die Telefonnummer finden Sie in den Unterlagen. Dort hilft man Ihnen immer weiter. Okay, alles klar. Okay, und jetzt erkläre ich Ihnen kurz diese Aktion, wie das Gewinnen mit Zahlen funktioniert. Das Deutsche Lotto arbeitet seit 10 Jahren mit den deutschen Banken zusammen. Überweist alle Gewinne bis 50.000 Euro direkt auf Ihr Konto. Das ist ja alles in Unterlagen sicherlich drin, was Sie mir da jetzt erklären. Steht ja sicherlich... Ja, richtig. Also alles dann kann ich mir das ja durchlesen. Ja, ist gut. Denke ich mal, ne? Okay, dann alles Gute. Tschüss. Ja, hallo, guten Tag. Hier spricht die Frau Weiß. Ich melde mich von der Vertriebszentrale aus Frankfurt. Ich bin Ihre Sachbearbeiterin und wollte mit dem Kai-Uwe Meier sprechen. Ja, das bin ich. Wo sind Sie her? Vom PVZ, Pressevertriebszentrale aus Frankfurt. Ich bin Ihre Sachbearbeiterin. Was heißt PVZ? Das heißt Pressevertriebszentrale. Aha, okay. Und wir sind zuständig für Ihre für die Zeitschriften, die Sie von uns beziehen. Weil ab dem nächsten Monat die Zeitschriften bis zu 60 Euro im Jahr teurer werden. Und wir fragen nach, welche Zeitschriften Sie beziehen, damit wir nachschauen können, ob Sie von dieser Preiserhöhung betroffen sind. Den Playboy. Ist das jetzt Ihr Ernst, gell? Ja. Ich hatte letztens wieder einen, der hatte die gleiche Zeitschrift, deswegen frage ich nach. Ob Sie das waren, weiß ich jetzt nicht. Wieso ist das eine ganz normale Zeitung, eine ganz normale Zeitschrift? Ja, ist klar. Geile Weiber und so. Ja, kann ich auch verstehen. Ich habe selber nicht da reingeschaut, aber ich kann es mir vorstellen. Hm. Herr Meier, jetzt vorab, es ist so, dieses Playboy wird nämlich sich verteuern, nämlich bis zu 60 Euro im Jahr wird es noch teurer. Und wir von der Pressevertriebszentrale bieten Ihnen eine Umtauschaktion an. Wir werden Ihre Zeitschrift gegen eine gleichwertige und günstigere Zeitschrift umtauschen, auch für die Restlaufzeit. Wären Sie damit einverstanden oder nicht? Also eine Zeitschrift, die so ähnlich ist wie der Playboy, oder wie? Ja, wenn ich das auf meiner Liste finde. Aber das wird ein bisschen schwer. Es gibt nicht so viele Zeitschriften,
die den ähnlichen Inhalt haben. Ja, sehen Sie. Dann ist ja schwierig, ne? Ja, das ist sehr schwierig. Also die Mädels müssten ja auch so scharf sein wie im Playboy, sonst bringt das ja nichts. Also ich kann Ihnen was anderes anbieten außer Playboy. Also eine Autozeitschrift kann ich Ihnen anbieten, ich kann eine Sportzeitschrift Ihnen anbieten. Das ist so die Alternativen zu den Themen, die Männer interessieren, sage ich. Stehen denn die bei den Autos auch nackte Mädels daneben? Nee, glaube ich nicht. Dann bringt mir das ja nichts. Nee, also ich kann Ihnen nur Automotorsport anbieten. Nee. Ich kann das Autobild Ihnen anbieten oder die Autozeitung. Ich kann Ihnen den Kicker anbieten, aber nee. Das ist jetzt zu speziell, was Sie haben. Und deswegen ist auch ein gleichwertiges Zeitschrift zu finden auch schwierig. Ja, dann haben wir. Dann kommen wir nicht ins Geschäft, ne? Nein, dann kommen wir nicht ins Geschäft mit Ihnen. Das heißt, Sie können von diesen Boomtauschaktionen nicht in Gebrauch nehmen, weil ich Ihnen keine Zeitschrift anbieten kann, die gleichwertig wäre. Aber wie kommen Sie darauf, dass der Playboy 60 Euro teurer wird? Das wusste ich ja gar nicht. Wir kommen nicht darauf, es ist so, weil ab nächsten Monat viele Zeitschriften erhöht werden, unter anderem auch Playboy gehört dazu. Von welchem Preis auf welchen denn? Wie bitte? Von welchem Preis auf welchen? Kann ich Ihnen genauer sagen, einen Moment bitte, dass ich nichts Falsches sage. Also, momentan kostet die, der Playboy 69,60 vom Grundpreis her. Und 60 Euro mehr kostet es dann 130 Euro. Sie meinen, der Preis wird verdoppelt vom Playboy, oder wie? Ja, okay, fast das Doppelte, was sie kostet. Das kann ich mir aber nicht ernsthaft vorstellen, dass das so teuer wird. Doch, das ist so. Ich habe Ihnen ja auch den Preis genannt. 69,60 kostet er jetzt, dieser Preis. Und 60 Euro mehr wird sie kosten ab dem nächsten Monat. Das betrifft so einige Zeitschriften. Ja, Herr Mayer? Also das habe ich noch, das würden die mir ja mitteilen, wenn sie eine Preiserhöhung ja, machen würden. Ja, jetzt mit. Wir vom Pressevertriebszentrale beliefern ja auch alle Verlege. Und wir sind auch dafür jetzt zuständig, alle Kunden anzurufen und sie darüber zu informieren, dass eine Preiserhöhung geben wird ab dem nächsten Monat. Ja, ja? Also, fertig. Schauen wir mal. Schauen wir mal, gell? Also, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ebenfalls. Und wünsche Ihnen noch eine angenehme Zeit, ja? Danke. Tschüss. Tschüss. Ja? Hallo? Einen schönen guten Tag. Beschützername spricht damit den Herrn Meier. Kann sie kaum verstehen. Spricht damit den Kai Uwe Meier. Ja? Was haben Sie? Ich rufe Sie wegen Ihrem Spieleintrag, den Sie gewünscht haben, an. Sie müssen lauter sprechen. Ich rufe Sie wegen Ihrem Spieleintrag, den Sie nicht gemäß gewünscht haben, an. Ach, wegen dem Spielplatz. Spieleintrag. Wegen dem Spielplatz. Ja, ich habe mich beschwert, genau. Die Kinder spielen da immer und die ganzen Dachscherben im Sand, ne? Das meinen Sie? Nein, nein, ich denke nicht Sand. Spieleintrag. Ja, genau. Haben Sie jetzt irgendwas gemacht gegen die Scherben? Ist ja gefährlich für die Kinder. Herr Meier, ich rufe Sie wegen Ihrem Spieleintrag an. Sie wurden damals in diese Werbeagenturen reingelegt, nicht wahr? Ja, ist ja gefährlich für die Kinder. Da muss ja irgendwas gemacht werden, ne? Herr Meier, nicht Spielplatz, Spieleintrag. Genau. Sie wurden damals von den Werbeagenturen reingelegt, nicht wahr? Hat sich ein Kind da reingelegt in den Sand, meinen Sie? Nein, Herr Meier, nein. Ich melde mich wegen Ihrem Spieleintrag an. Sie wurden damals reingelegt. Wer hat wo was reingelegt? Sie wurden reingelegt in den Werbeagenturen. Herr Meier, nicht wahr? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sie wurden damals in den Werbeagenturen reingelegt und wurden ein Gewinnspieler gemeldet. Ich habe was gewonnen, oder was? Sie haben einen Gewinnspieler gemeldet. Der Vertrag wird jetzt verlängert, da Sie es gekündigt haben. Sie müssen monatlich 49,90 Euro zahlen.
Am Arsch hängt der Hammer. Was? Ey. Ja? Ja, schönen guten Tag, Stefan Hofmann. Kai-Uwe Meier hätte ich gesprochen, oder? Ja, bitte, worum geht's? Herr Meier, erstmal schönen Tag nach Hamburg. Meld mich aus dem Verbund der deutschen Verlagshäuser. Also kein Verkauf, kein Werbegespräch, sondern... Herr Meier, Sie haben sich mal mit dem Geburtsdatum 13.08.66 für Deutschlands größten Preisausschreiben der Verlagshäuser angemeldet. Jetzt stehen Sie im Finale. Wie Sie ja wissen, am 20.10. ist dieser Finaleabend, wird live im Fernsehen gesendet. Wir rufen Sie über diese Rufnummer an. 10 Kandidaten, 5 Preise und eine bezaubernde Mittelmeerreise, die Sie im Vorab kriegen. Ob Sie die selber nutzen, verschenken wollen, überlassen wir Ihnen. Ist für 4 Personen gültig bis 2014. 5-Sterne-Hotel dürfen Sie übernachten. Herzlichen Glückwunsch erstmal meinerseits, Herr Meier. Also ich bin Kandidat an der Sendung, oder wie? Nein, Sie sind Kandidat beim Preisausschreiben. 10 Kandidaten, 5 Preise. Und ich bin einer von den 10 Kandidaten. Ja, klar. Deswegen rufe ich Sie auch an. Deswegen kriegen Sie auch eine Mittelmeerreise als Dankeschön geschenkt von Ihrem Sponsor, der auch an diesem Abend, also der Vorstand zumindest, wird Sie ja gegen 20.15 Uhr anrufen. Nein, gegen 21 Uhr anrufen, weil um 20.15 Uhr fängt das Ding erst an und wird mit Ihnen zumindest 20 Minuten verbunden sein, wird Ihnen die Preise mitteilen, was Sie gewonnen haben und natürlich ein bisschen Werbung machen. Ich dachte, ich bin da live in der Sendung, dachte ich als Kandidat. Bitte? Ich dachte, ich bin da live in der Sendung als Kandidat. Nein. Sie werden vor der Kiste sein. Wir werden Sie über diese Rufnummer anrufen, weil an diesem Abend ist ein Jubiläum. Das 50. wird alles, was Namen und Rangern vertreten sein. Ich weiß nicht, ob Sie vor einiger Zeit die Goldene Kameraverleihung gesehen haben. Da waren auch solche Kandidaten und das war eine Show für die. Aber die Kandidaten haben wir mit Schriftzügen auch bekannt gemacht. In Ihrem Fall wird sogar per Telefon gemacht, weil Sie der Sponsor anruft und damit natürlich auch ein bisschen Werbung machen will. Aber warum ich Sie geschwind störe? Wer ist denn da so von Rang und Namen? Sagen Sie mal ein paar Namen. Die ganze Reise. Neckermann, Thomas Cook, LTU, Tierenberg. Dann die ganzen Verlagshäuser, wie zum Beispiel Bertelsmann, Axel Springer, Burda, Bauer, Gong, Weltbild. Dann ist Mediamarkt, Ikea, C&A, Horten, Audi, dürfen wir nicht vergessen, der hat uns den ersten Preis gesponsert. Miele, dürfen wir nicht vergessen, hat uns den zweiten Preis gesponsert. Also, ich gehe mal davon aus, dass es Rang und Name hat. Achso, ich dachte Prominente, dachte ich. Ja, okay, das weiß ich nicht mehr. Alles kommt, aber so. Das ist eigentlich für uns ziemlich unwichtig. Und auf welchem Sender läuft das? Das wird entweder auf RTL oder auf ZDF laufen. Das werden wir Ihnen Mitte nächsten Monat, übernächsten Monat dann mitteilen. Und wie heißt die Show? Die heißt die Goldene Ziehung. Die kriegen doch alle schriftlich. Und wer moderiert das? Eminem. Kennen Sie den? Eminem? Nein, nicht Eminem. Das ist ein neuer Moderator. Nein, weiß ich doch nicht. Wie heißt der? Eminem? Wer ihn doch schriftlich... Das interessiert mich alles nicht. Weil für aber mich interessiert's. Ja, okay, das können Sie dann schriftlich kriegen. Dann mache ich hier eine Notiz, dass Sie von A bis Z, werden wir Sie mitteilen, wer wo und was gemacht wird. Und dann werden wir das Weiteren sehen, Herr Meier. Okay, jetzt kommen wir mal aber zu unserem Thema, warum ich Sie anrufe. Weil Sie haben angegeben, dass Sie im Gewinnfall kein Audi A5 brauchen, sondern 60.000 Euro im Bar. Hat sich da irgendwas geändert seit dem Jahr? Ja. Das heißt? Ich möchte den Audi A5. Sie möchten den Audi A5. Habe ich notiert. Den Rest werden Sie dann an diesem Abend, wenn Sie mögen, bekannt geben. Also Diesel, Benziner oder was auch immer es gibt von diesem Audi A5. Und die Ausstattung, weiß gar nicht, können Sie alles dann an diesem Abend Ihrem Sponsor sagen. Gut, der zweite Preis ist vom Küchenhersteller Miele in Höhe von 45.000 Euro. Ikea, Mediamarkt, diese zwei Häuser haben uns jeweils 33.000 Euro und unser Deutscher Bund hat 30.000 dazu gestellt. Alle Beträge wird man Ihnen an diesem besagten Abend live auf Ihr Konto überweisen, also vor den Kameras, damit es auch für beide Seiten steuerfrei, nebenkostenfrei ausgezahlt werden kann durch den Sponsor. Dadurch, dass wir kein Gewinnspielunternehmen sind, haben Sie diesen Sponsor, der Sie auch so weit gebracht hat. Erinnern Sie sich vielleicht noch an Ihren Sponsor? Na, ich krieg's ja alles schriftlich von Ihnen. Ja, klar. Aber die Frage jetzt, erinnern Sie sich an Ihren Sponsor? Ja. Welcher war das bitte? Miele. Okay.
der Miele oder bei Miele haben sie es registriert, aber sie haben sich als Sponsor mit dem Spiegel rausgesucht. Der nee. Spiegel ist bei mir als Sponsor angetreten, deswegen rufe ich auch an. Hat sich da irgendwas geändert oder möchten Sie mittlerweile Stern, Fokus, Welt am Sonntag, Automotorsport oder die Hör zu haben? Das sind unsere größten Sponsoren, die Sie steuerfrei auszahlen und Nebenkosten abnehmen. Mir wurscht, weiß ich nicht. Ja, wurscht haben wir nicht, Herr Meier. Jetzt gehen Sie mal mit mir das mal durch. Ich bitte Sie, kommen Sie mal ganz kurz runter. Weil ich merke, Sie sind so irgendwie zappelig und aufgedreht und dabei machen wir nur eine Überprüfung. Das, was Sie registriert haben, das lese ich Ihnen alles hier vor, damit wir das abklären können. Ich werde mich natürlich vergewissern, ob Sie Hartz-IV-Empfänger sind, ob Sie minderjährig sind, das sind Sie ja nicht, zumindest nach dem Geburtsdatum her, ob Sie insolvent sind und dann werde ich Ihnen die Unterlagen samt der Reise schicken, ist für 4 Personen. Wen Sie mitnehmen wollen, überlassen wir Ihnen. Ob Sie jemanden mitnehmen wollen oder ob Sie in Hamburg bleiben wollen und das Ding versteuern wollen, ist es Ihnen gestattet. Jeder Kandidat hat sich einen Sponsor rausgesucht, damit Sie überhaupt bei dieser Ziehung mitmachen können, weil das ist nicht eine 0815, sondern von den Verlagshäusern eine interne Verlosung. Und intern heißt, wir müssen zumindest ein Jahr intern verbunden sein. Bei Ihnen ist der Spiegel eingekreuzt. Soll es dabei bleiben oder möchten Sie, oder gibt es irgendwas, was Sie gerne lesen, dass wir das vielleicht unter denen haben, die Welt am Sonntag, die Fokus, den Stern, die Gala, die Bunte, der Zug oder Automotorsport? Mir egal, Spiegel. Spiegel, so war es auch eingetragen, dann lassen wir den Spiegel drin. Gut, dann gehen wir zu den Adressdaten rüber, dass wir Ihnen das alles schriftlich schicken können. Sie werden auch von dem Vorstand des Spiegels an diesem besagten Abend gegen 21 Uhr angerufen, über diese Rufnummer natürlich. Der wird Ihnen natürlich auch die Preise mitteilen, wobei, das werden Sie ja sowieso live im Fernsehen sehen. Und wenn Sie zu Wort kommen möchten, sich bedanken wollen, ist es Ihnen gestattet. Ansonsten wird der Vorstand übernehmen oder wir, unsere Notare, ein bisschen Werbung machen, dass Sie seit Jahrhunderten uns Spiegelleser sind. Die Reise... Ich bin kein Spiegelleser, aber ist egal. Bitte? Ich bin kein Spiegelleser, aber ist egal. Ja, okay. Dadurch, dass Sie jetzt den Spiegel haben, ich hoffe, diese Bemerkung verkneifen Sie sich dann an diesem Abend. Okay, ich habe das mal notiert, dass Sie kein Spiegelleser sind. Ja, wieso wollen Sie denn den Spiegel, wenn Sie den Spiegel nicht lesen? Ich will ihn ja gar nicht. Herr Meier, wenn Sie was nicht wollen, dann sagen Sie es mir, weil es ist rechtswidrig, wenn ich Ihnen was reinschreibe, was Sie gar nicht wollen. Sie haben doch gesagt, dass der Spiegel ein Sponsor ist, haben Sie mir gesagt. Aber ich will den Spiegel ja nicht haben. Ich lese den Spiegel nicht. Den Spiegel, wenn Sie richtig zugehört hätten, statt Fragen zu stellen, hätten Sie es mitgekriegt, dass wir Ihnen diesen Spiegel ein Jahr lang als Sponsor schicken. Nee, will ich nicht. Natürlich werden Sie ihn ein Jahr lang selber beziehen müssen, damit wir damit beweisen können, ey, stopp mal, Papa Staat, dieser Kai Uwe Meier ist mit uns gesetzlich verbunden, bezieht seinen Spiegel rechtmäßig selber. Somit dürfen wir Ihnen steuerfrei, nebenkostenfrei auszahlen. Und diese Reise, die einige tausend Euro wert hat, dürfen wir Ihnen dann einfach so schenken durch diese interne Beziehung, weil wir uns das auch vom Papa Staat wieder zurückholen. Und ich rate mal, ich soll das Abonnement bezahlen vom Spiegel. Ein Jahr, ja. Nach einem Jahr muss es gekündigt werden und 2 Monate kriegen Sie es geschenkt, also 8 Ausgaben in Ihrem Fall. Aber warum der teuerste, wenn Sie ihn nicht lesen? Da langt auch eine Hörzu oder eine Bild und Funk oder eine Automotorsport. Also ich fasse mal zusammen, Sie wollen mir unterm Strich einfach nur ein Abo andrehen. Das ist die ganze Geschichte, um die es geht. Oh, sind Sie blond, Herr Meier? Wie bitte? Okay, gut. Nee, das war eine Beschuldigung, dass Sie mir sagen, ich will Ihnen eine Zeitschrift andrehen. Ja, natürlich wollen Sie das. Deswegen war die berechtigte Frage, sind Sie blond? Weil ich will Ihnen keine Zeitschrift andrehen. Doch. Mit dieser Zeitschrift weit gekommen mit dem Spiegel, weil Sie ihn da registriert haben und deswegen haben wir gedacht, dass Sie einer der Cleveren sind, die das alles gelesen haben, warum Sie diesen Spiegel brauchen, damit Sie überhaupt bei diesem Event mitmachen können. Sie sind nicht im Finale und deswegen müssen Sie eine Zeitschrift nehmen, Sie sind durch diese Zeitschrift im Finale. Ich kläre ab, ob es bei dieser Zeitschrift bleiben sollte oder Sie vielleicht was Günstigeres, weil auch nur zu, für 24 Euro vierteljährlich tut's, statt Spiegel, der 200 Euro im Jahr kostet. Verstehen Sie? Es geht uns weder um die Zeitschrift, noch um die Reise, noch um was anderes.
sondern an diesem Abend wird viel Werbung gemacht. Wir werden sagen, Kai-Uwe Meier, jahrhundertelang Leser bei uns, Reise gekriegt, Geschenke gekriegt und natürlich, ich hoffe, dass wir einen der Preise abräumen können. Wie viele Leute fallen darauf rein am Tag, die Sie so anrufen? Bitte? Wie viele Leute fallen darauf rein, die Sie am Tag so anrufen? Ungefähr 300 bis 400, fragen Sie, Sie haben 20 Kandidaten und, Quatsch, wir haben 10 Kandidaten und... Natürlich, klar. Mhm. Preise mhm. Und wieso sollen wir dann mehr Leute anrufen? Mein Gott. Nein, nicht mein Gott, nur Stefan Hoffmann. Das ist ein armer Job, den Sie da haben, meine Güte. Machen wir das mal andersrum. Suchen Sie sich mal einen ordentlichen Job. Sehr cleverer Mensch und wenn Sie zumindest von unseren Juristen Schreiben gekriegt haben, dass Sie eine Verzichtserklärung auf Ihrem Tisch haben, dann merken Sie es auch, dass wir es ernst gemeint haben. Aha. Und diese Verzichtserklärung bitte unterschreiben an uns. Ja, ganz bestimmt. Er friert die Hölle ein. Er friert die Hölle ein, ich unterschreibe gar nichts. Ja, okay, das werden wir Ihnen per Einschreiben schicken, dann ist es zugestellt. Nehme ich nicht an, nehme ich nicht an, das Einschreiben. Geht zurück. Okay, gut, egal was Sie machen, Sie sind ein cleverer Bursche. Und genau, im Gegensatz zu Ihnen. Haben Sie einen Spiegel im Haus? Nein. Okay, dann suchen Sie sich mal einen Spiegel, stellen Sie sich mal dahin und verarschen Sie sich mal. Ach, so einen Spiegel meinen Sie, ja, den habe ich im Haus, ja, das ist richtig. Okay. Das haben wir fast gedacht. Und die Unterlagen, die wir Ihnen schicken, Herr Meier, die kommen sogar gewollt und daher brauchen Sie gar keine Befürchtung zu machen, dass es irgendwie nicht passen sollte, weil egal, wo Sie sich drauf setzen, wird es passen. Jetzt legen Sie auf, okay? Sie sind ja lustig. Ja? Hallo. Schönen guten Tag, mein Name ist Oliver Stein. Ich melde mich von der VIP 50 aus München. Ich spreche mit dem Herrn Kai-Uwe Meier. Ja? Herr Meier, schön, dass ich erreiche. Sie haben in der Vergangenheit bei unseren Verlosungen teilgenommen. Wir sagen schon, bekommen Sie eine wertvolle Prämie. Entweder eine Herren- oder eine Damen. Was sind denn lieber, Herr Meier? Eine Kinderuhr. Okay, Herren, super. Und weil Sie leider Gottes in der Vergangenheit nicht gewonnen haben, möchten wir Sie in den nächsten 3 Monaten zu einem Gewinn bringen. Was sind denn lieber in den Alter? Also Bargeld oder Sachpreise? Sachpreise. Sachpreise, super. Ich trage es mal bevorzugt für Sachpreise ein. Es gibt auch diese Sachpreise. Sachpreise sind meistens im Gewinnfall, also Fernseher, Kühlschränke und solche Sachen. Haben Sie aufgetragen, das bekommen Sie im Gewinnfall auf Ihre Adresse zugeschickt. Und alle Bargeldgewinne, die Sie im Gewinnfall einfahren, werden steuerfrei auf Ihr Konto gutgeschrieben. Sagen Sie mir, sind Sie wie die meisten unserer Kunden bei der Sparkasse oder ist es bei etwas anderes? Ich habe kein Konto. Sie haben kein richtiges Konto in Deutschland, oder wie? Nee. Oh, und wie bekommen Sie ja Lohn? Ich habe keinen Lohn. Sie haben keinen Lohn? Wovon leben Sie denn, Herr Meier? So. Herr Meier? Ich lebe geldlos. Wie leben Sie? Geldlos. Ich brauche kein Geld. Leblos? Geldlos. Geldlos. Oh, und wie bezahlen Sie Miete oder so? Sind Sie Hartz-IV-Empfänger oder wie? Ich zahle keine Miete. Sie zahlen keine Miete. Herr Meier? Mhm. Herr Meier, wie wohnen Sie da, wenn Sie leblos leben? Herr Meier, Sie müssen ja die Miete bezahlen irgendwie, richtig? Nein. Richtig? Nein. Sondern? Ich bin im Knast, merken Sie das gar nicht? Sie sind im Knast, oder wie? Ja. Im Knast sind Sie und ich rufe Sie also auf Ihrer Privatnummer, die auf Kai-Uwe Meier registriert ist, im Knast, oder wie? Nein, das ist meine Zellennummer. Mein Telefon hier in der Zelle. Diese Zelle, und wegen was sind Sie im Knast? Dreifachen Mordes. Dreifachen Mordes? Ja. Oh, wen haben Sie da umgebracht? Muss ich Ihnen das erzählen? Wie bitte? Muss ich Ihnen das erzählen? Ja, das ist mir einfach so. Meine Mutter, mein Vater und mein Opa. Mama, Papa und Opa? Mhm. Oh, mit was haben Sie das gemacht? Mit der Bohrmaschine. Bohrmaschine, finde ich super. Bohrmaschine, also die von Obi oder selbst gemacht? Die von Black und Decker. Oh, wir sind ja auch mal ein gutes Unternehmen. Ja, so eine Bohrmaschine habe ich auch zu Hause. Kein Problem, Maja. Melden wir nochmal später bei Ihnen, bedanken wir nochmal bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, lieber Herr Meier. Dankeschön. Der Tag ist ja immer gleich bei mir.
Ich habe Sie verstanden, Herr Meier. Der Tag ist ja immer gleich bei mir. Im Knast ist ja immer dasselbe. Der Tag dasselbe. Was soll man ja da machen? Kein Problem, Herr Meier. Bei Ihnen ist es ja auch nicht anders, bei dem scheiß Job, ne? Nein, ich habe bisher einen guten Job. Ich gebe mal kurz meine Kollegin. Hallöchen, Herr Meier. Was ist denn los? Wo drückt der Schuh? Ihr Kollege wird unverschämt. Ist ja unglaublich, sowas. Unverschämt? Soll ich das meinen Vorgesetzten sagen? Ja, bitte. Gekündigt, oder? Ja, genau. Der beleidigt mich ja andauernd. Au, aber warum hat er sich beleidigt? Weiß ich nicht. Was hat er Ihnen denn gesagt? Ja, Arschloch und so. Ist ja nicht nett, ne? Oh, das hat er bestimmt nicht gesagt. Doch, hat er gesagt. Nein, hat er das nicht gesagt. Doch, Wichser hat er gesagt. Das ist nicht nett. Entschuldigung, aber nein, das hat er nicht gesagt. Sowas ist uns hier verboten. Wir sind ein seriöses Unternehmen, das von dem Verbraucherschutz empfohlen wurde. Ja, ist ja schön für Sie. Unmöglich, Herr Meier. Ja. Welcher Jahrgang sind Sie denn, wenn ich fragen darf? 66. 66er Jahrgang und Sie behaupten, mein Kollege war so unhöflich. Genau. Oh, das ist aber unmöglich. Ich glaube das nicht. Mein Kollege ist so ein lieber und netter Mensch, das ist unmöglich. Gut. Hier arbeiten gute Leute. Keine Wichser. Na, denn? Schönen Tag noch. Warum denn schönen Tag? Ich wollte gerne mit Ihnen klappern. Warum? Worüber? Oh. Ich finde Sie halt nett. Sie müssen doch bestimmt nach Akkord arbeiten. Sie müssen doch bestimmt Abschlüsse machen, oder? Was für Abschlüsse? Na, die Leute überreden. Denken und Sie, Leute übers Ohr hauen. Zeitungsverkäufer, irgendwelche Abzocke oder was ähnliches? Ja. Aber nicht? Ach nee. Aber nicht? Nee, genau. Nein, um Gottes Willen. Was denken Sie denn? Wie können Sie die, also alle Menschen in dieselbe Schublade stecken? Geht mal gar nicht, ne? Sie kennen mich doch gar nicht. Wie können Sie sowas beurteilen? Ich habe Sie nicht gesehen. Ich kann nicht sagen, ja, der Herr Kai-Uwe Meier ist ein schlechter Mensch. Sowas können Sie auch nicht sagen, weil ich Sie angerufen habe oder weil mein Kollege Sie angerufen hat. Natürlich, da habe ich recht, nicht wahr? Und man soll auch nicht skeptisch sein. Wenn man skeptisch ist, verpasst man schöne Sachen im Leben, nicht wahr? Also, Herr Meier, was ist denn los bei Ihnen? Warum lassen Sie sich nicht positiv überraschen? Herr Meier? Hallo, Herr Meier, ich habe eine Frage für Sie. Sind Sie noch dran? Hallo? Herr Meier, haben Sie alles aufgezeichnet? Kann ich mich morgen auf YouTube gucken? Geht das? Ich würde mich freuen. Ich höre Sie atmen. Warum sprechen Sie jetzt gar nicht? Oh, okay, dann schaue ich mal morgen bei YouTube an. Ich hoffe, ich werde lachen. Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Tschüssi, Bussi.